Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir die Festung beschützt und jetzt machen wir weiter damit. Wenn ihr mich aber entschuldigen will, ich würde mich gerne ein bisschen hochheilen. Weil, ja, wir sind wieder nah am Tod, also wie immer. So, ich habe keinen Bock jetzt nach einer halben Stunde schon wieder hier zu verrecken und alles neu zu machen. Das hatten wir schon sehr oft und das muss nicht immer sein. Jetzt kommen da wieder neue Gegner. Jetzt glaub mal bloß nicht, dass ich da hochkomme und euch alle fertig mache. Genau, das mache ich nicht. Okay, wir sehen sie alle Feinde, die sich neue Festung finden. Sagen wir jetzt ziemlich viele. So. Sag mal bloß nicht, dass ich hier unten kämpfe, wenn ihr da oben die ganze Zeit auf mich runterballert. Ey. Ich schnapp mir jeden einzelnen von euch. Au. Genau deswegen. Muss ich sogar erledigen. Unser Boss-Viecher. So, die einen Viecher ignoriere ich jetzt erstmal. Ich komme so hinterher. Oh, Krüge. Sehr gut. Was zum... Weißt du, da... Ich dachte, das sind nur diese Bullschützen. Aber nein. Ja, oh mein Gott, kostet da wieder einer an. Oh, ich sehe nur gelbe Punkte. Na, komm mal her. Zack, jetzt werden die alle getroffen, hoffentlich. Sehr schön. Mann. Ich sag's noch immer wieder, das Spiel ist nicht dafür ausgegeben, so viele Gegner auf einmal zu kämpfen. Aber das scheint irgendwie nicht zu verstehen. So, wollen wir jetzt nicht mal das Ding hier direkt weg. Verdammter Bogenschütze. So, was? Doch, hier, komm her. Mann. Dreck. Da will ich mal ein bisschen sparen für schlechte Zeiten auf. Ich habe doch gerade schon gesehen im Bild, da kommt noch gleich so ein großes Viech. Eine Krabbe, glaube ich. Yay. Aber die waren irgendwie nicht so schwer. Auf dem Schiff. Ich hätte aber gerne mal einen Speicherpunkt, das wäre sehr nett. War schon? Okay. Du. Ich dachte, der Angriff wird es viel besser bringen, als ich ihn erstmal gesehen habe. Obwohl, eigentlich schon. Sind jetzt alle weg. Wo sind die kleinen Viecher hier? Oh, Yoshitsune. Noch ein bisschen KP, gut. Okay, dann auf die andere Seite, würde ich sagen. War es doch bestimmt noch nicht. Auf der anderen Seite sind nur normale Gegner. Die kann ich gerne ignorieren. Ich will einfach nur, weiß nicht, die Bosse da erledigen, die Kommandanten. Oh, jetzt sehe ich auch noch, wie viele Leute da sind. Und diesmal nicht hat Kamui einsetzen sofort. Aber oh, guckt sich das schon wieder da hinten an. So, du.
Wenn er da unten mich trifft, ne? Der Bogenschütze da hinten. So, du, jetzt kommt das Viech. Wie sich ohne Bänke irgendwie schwer erledigen kann. Och man. Habe ich mal einfach schnell das Viech hier fertig und gut ist. Oder erinnere ich noch so ein paar Kisten und so gesehen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles hier erkundet. Natürlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, ne? Da kommt so ein Kommandantenviech wieder und ich habe mich die Riesenkrabbe aktiviert, anvisiert. Geil. Wollte eigentlich die erledigen. Aber kann man, glaube ich, nicht, ne? Jedenfalls nicht, wenn so viele Gegner da sind. Egal, ein paar Gegner weg. Wahrscheinlich immer wieder kommen, ne? Da könnte man eigentlich das Spiel hassen, so oft wie ich da rumhacke, ne? Aber es kommt wirklich immer in so großen Mengen, deswegen. Auf den hätte ich echt nicht neu erledigen können. Ich hoffe, du bist so einfach wie das Viech auf dem Schiff. So, was haben wir denn hier noch? Bams. Gesagt Bams, dann nicht Bams. So. Das war. Jetzt Bänke wäre ich da voll runtergesprungen. Das wäre zum Totlachen gewesen. So. So, tschüss. Da wo ist denn hier noch ein Kommandant? Du. Und die kommen immer wieder neu, geil. Ja, die kommen echt immer wieder neu, geil. Ja, buff. Oh, werde ich noch nie im Leben überleben. Nehmen wir wieder hier. Das scheine ich sehr gern einsetzen zu wollen. Okay. Nein. Jetzt nicht, boah, da müssen jetzt nicht noch mehr kommen, ganz ehrlich. Ich krieg das Ding nicht kaputt, wenn das so ein Ding noch da. Jetzt kann ich jetzt angreifen, glaube ich. Oh Mann. Ja, geil. Was? Okay. Na, mal gar nicht. Sind vom geil. Wo die hin? Oh, da ist schon leicht kaputt, das Viech. Ja. So, wie auch immer, da ist verreckt. Riesenkrabbe, verreckt. Oh, das ist wieder gefährlich jetzt, aber egal. War es das? Nein! Boah! Ja! Oh Mann! So, ich halte mich hoch, ich weiß genau, irgendein Kack wird passieren und ich verreck. Wunderpille. Na, mit dir läuft gerade sehr gut, Busson. Deswegen, oh nee. Boah, wegen das kleinen Viech jetzt, ne? Das Viech hat so eine bescheuerte Strategie, wie man das bekämpfen muss. Oh, verreck. Wow, das wäre so gut. Und zwar greift es immer an, wenn ich angreife. Das ist ein bisschen doof. Und haut es immer ab. Mann, Kamera. Ey. Ganz ehrlich. Ist das doof. So, und jetzt bin ich so gut wie tot wieder. So, nehmen wir mal das hier. Brauchen wir ganz viel. Friss das, wo auch immer du gerade bist. So, dreh dich um. Boah. Wenn er auch immer außerhalb der Kamera ist, das ist
so kacke. Ich will noch einmal erleben, wie die Gegner bei mir in der Kamera sind und nicht mal andauernd irgendwie abhauen. Ich probier, wenn du kaputt bist. So. Ich glaube, die Krabbe ist jetzt auch dabei. Meine Güte, ey. Bin irgendwie erleichtert, wenn das Spiel vorbei ist, ganz ehrlich. Und bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel jetzt hier so 50 Parts oder so geht. So. Ja, das ein paar von denen, ja. So, ihr verpisst euch. Oder du kommst jetzt auch noch mit. So, bah. Na komm, neuen Kommandanten, geil. Könnt mich doch mal. Nur du. Ja, geil. Oh. Eine Kamera noch beschissener sein in dem Moment. Oh, ich habe es nicht getroffen, ne? Würde ich mal, wenn die Viecher weg sind. Meine Güte. Aber ich habe noch nie so schlechte Kamera gesehen in dem Spiel. Ist mal ganz ehrlich. Fühlt sich ja schon ein bisschen so leid, dass ich dauernd auf dem Spiel rummachen muss. Aber kommen mir immer so viele Sachen, die mich stören. Statt positive Sachen, die mal auftauchen müssten. Aber nein, irgendwie tun die negativen Sachen immer guten überschatten. Nein, hier, nein, hier. Ich glaube, ich brauche nicht so viel Heilgegenstände im letzten Kampf, letzte Schlacht, was auch immer als letztes kommt. Oh man, lass mich das Viech erledigen. Danke, bitte sagt, das war's. Ja, sieht so aus. Sind zwar noch voll viele Gegner, aber egal. Ja, das ist. Ah, bin verzweifelt. Umarm mich mal jemand. Okay, das sieht gut aus. Sag mir, dir können wir trauen. Oh Mann.
Also als ob das für ihn schon schwer genug wäre. Ernsthaft. Wer braucht mal eine Pause? Also, Ding, das Viech wäre doch schon schlimm genug gewesen. Ey, jetzt kommen noch so ganz viele Killer. Danke. Mittel. Jawohl, danke. Oh. Hier. Was ist das? Okay, ich geh mal da hin und versuch drauf zu hauen. Hier da oben so pinke Dinger, vielleicht muss ich die angreifen. Ja, ist gut. Man hat ehrlich gesagt gut wieder euch weggehauen hat, aber ganz ehrlich. Also das wäre so ein Bosskampf gegen so ein Riesenviech nicht schon genug. Ne, da kommen jetzt natürlich so welche Viecher. Boah, wehe, die kommen immer wieder, ne? Da habe ich die Schnauze voll von der Logik des Spiels. Was ist das überhaupt für ein Viech? Wurde das irgendwie mal erklärt? Ich kann bestimmt nur eine bestimmte Zeit machen, ne? Wird es doch wahrscheinlich sein. Ach man, verpiss dich! Ja, das sieht doch was gar nicht aus. Super. So, Shizuka. Und der letzte Schlag. Na komm, danach muss ich wahrscheinlich irgendwie so rauskommen. Ich darf dich erledigen, ne? Ach man, verpiss dich! Strategie hat mir schon gegen das Herz gut gefallen. Deswegen. Und hier auch. Vielleicht muss ich die Arm oder so angreifen. Sehr gut. Ich kann hier irgendwie hoch, kann das sein? Ja, war gut hier ein bisschen weiter weg zu gehen. Aber ich kann das nicht noch benutzen, Mann. Der eine lebt immer noch. Oh cool. Ach na ja. Der Angriff ist irgendwie voll überpowert. Aber ich find's gut. Weg. So, ihr habt alle nicht so viel AP, sehe ich gerade. Und du bist dadurch nicht gestunt worden. Kaffee. Du hast ein Kamoja. Gut, komm her. Hoffentlich reicht das, um ihn irgendwie am Boden zu hauen oder so. Heilung, Heilung. Und hier. Tipp. Nein, tut er nicht. Schon wieder der nächste. Piss ehrlich. Oh Mann. Oh Mann. Verreckt. Ja. Ist das wieder viel ab, ey. So, du und du.
haben alle volle AP, alle sind glücklich und zufrieden. Okay, wer hat das zurückgezogen? Vielleicht kann ich jetzt. Und du geh mir jetzt nicht auf die Nerven, verpiss dich. Warte, greif doch an. Alter! Nein, das ist die falsche Waffe. Warum ist das die falsche Waffe? Boah. Alter. Ernsthaft. Mit dem Viech weg, mit dem Viech weg, mit dem Viech weg, mit dem Viech. Mit der Hand weg, mit der Hand weg, mit der Hand. Aua. Was? Wie leer hier? Nee, ich habe wirklich die ganze Zeit getroffen. Gut. Komm schon, komm schon. Fliege weg. So. Deine Hand verkrüppelt. Machst du jetzt? Ist vorbei? Ja, okay. Okay, der Kampf war einfacher, als ich jetzt gedacht hatte. So, jetzt kann man aber ruhig mal wieder einen Speicherpunkt springen lassen. Oh, danke. Gut, da kommt jetzt sowas von perfekt. Und hier ist noch irgendwo Dingens. Okay. Und jetzt machen wir direkt ein. Und zwar auf. Schießt gerade immer noch die wenigsten. Nehmen wir Yoshizune. Ich habe das Gefühl, der wird auch immer gebrechlicher. Na gut. Können wir noch irgendwann aufballern? Ich glaube nicht, ne. Ich hatte immer noch auf ein neues Schwert für Yoshizune. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, ich beende die Partie und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.